So, ihr Lieben, herzlich willkommen bei den Minga Gaming Gamer-Freunden. Heute unser Testvideo zu Portal Dungeon Goblin Escape für die PlayStation 4. Es ist eine PC-Adaption und ist vor einigen Tagen herausgekommen. Ich habe das Spiel komplett durchgespielt und denke, ich kann mir daher einen sehr, sehr guten Überblick verschaffen und euch hier in einem Test besonders mal in Kürze aufzeigen, was mir an dem Spiel gefallen hat und was nicht und gebt dann auch anschließend eine Wertung ab. Portal Dungeon Goblin Escape ist im Prinzip ein Spiel, ihr seht es hier mit dem Hauptcharakter, einem Goblin, das sich in 20 Levels aufteilt. Hier seht ihr die jeweiligen Portale und dort, wo die Ziffer oben ein bisschen erhöht ist mit einem erhöhten Tor, dort lauern entsprechende Mittel oder Endbosse, wie immer ihr es auch sehen wollt. Die Gegner von ihrer Variabilität werden wir uns gleich mal anschauen. Ich möchte euch mal ganz kurz zeigen, wie das Ganze hier aufgeteilt ist. Hier seht ihr, dass ihr alle Gegner freischalten könnt. Interessanterweise gibt es hier noch ein Fragezeichen. Vielleicht habe ich in irgendeinem Dungeon irgendeinen Gegnertypen nie zu Gesicht bekommen. Hier könnt ihr eure Rüstung aufleveln. Hier könnt ihr eure Gesundheit wiederherstellen, wenn ihr aus einem Dungeon rauskommt. Hier könnt ihr euch neue Waffen kaufen. Ihr seht es jetzt hier. Ich habe auf bis Waffen Level 21 alle Waffen und könnte tatsächlich hier sogar noch ein bisschen farmen und bis Level 25 die beste Waffe kaufen. Und hier gibt es dann tatsächlich sogar so eine Art, ja, ich sag jetzt mal tägliche Herausforderung, für die ihr auch noch ein paar Boni bekommt. Das Spiel ist sowohl Solo als auch in einem echten Mehrspielermodus spielbar. Den habe ich allerdings nie probiert. Daher werde ich den für mich hier auch nicht betrachten und ich glaube, der spielt in dem Spiel auch keine wirkliche Rolle. Wie ihr seht, es ist auf Unreal Engine 4 und jetzt werden wir mal in zwei, drei Dungeons reingehen und ich zeige euch mal ein bisschen, dass die natürlich auch unterschiedlich sind. Und dann gehen wir mal rein. Um euch natürlich die unterschiedlichen Gegner auch mal ein bisschen zu zeigen und das durchaus gelungene unterschiedliche Level-Design, gehe ich jetzt mal in tatsächlich gleich das erste Dungeon rein. Ich werde das jetzt hier im Rahmen des Tests natürlich nicht komplett durchspielen, aber ich denke, ihr seht hier die Systematik schon ganz gut. Natürlich müsst ihr die Gegner besiegen, die in dem Dungeon sind, und ihr müsst oder solltet natürlich hier alles an Münzen farmen, damit ihr später Ausrüstung und Waffen kaufen könnt und so natürlich euren Charakter verbessert und für die Mittel und für den ganz großen Endgegner entsprechend nachher auch fit macht. Ihr seht oben rechts eine jeweilige Dungeon-Anzeige, dass ihr eine Mindestanzahl an Gegnern in dem jeweiligen Dungeon zur Strecke bringen müsst. Hier in dem allerersten Dungeon ist das alles von der Gegneranzahl noch relativ einfach und es bleibt auch variabel. Das heißt also nicht, dass ihr in Dungeon Nummer 1 10 Gegner besiegen müsst, in dem zweiten 15, im dritten 20. Das variiert immer nach oben und unten, teilweise sogar sehr doll und das gilt nur als Information für euch. Ihr kommt auch nur aus dem jeweiligen Dungeon wieder raus, wenn ihr einen entsprechenden Schlüssel findet. Das heißt, im Prinzip muss man alle Dungeons mehr oder weniger fast komplett erkunden, aber das sollte auch in eurem Interesse liegen. Denn dadurch trefft ihr natürlich auch immer wieder auf Gegner, könnt Münzen farmen, wie gesagt, mit denen ihr später einkaufen könnt. Das hatte ich euch ja am Anfang des Spiels gerade gezeigt und euch in den entsprechenden Bereichen verbessern könnt. Kommen wir mal zu einigen Sachen, die ihr auch gleich noch sehen werdet. Wie gesagt, die Unreal Engine 4. Es ist ein ganz kleines Entwicklerstudio hier mit einer Handvoll Leute, wenn überhaupt, die das Spiel für PC herausgebracht haben und jetzt unter anderem auch für die PlayStation 4. Das ist in der ersten Januarhälfte 2023 gewesen. Das Spiel kostet dort übrigens 11 € und ich glaube, das sollte man bei all dem, was man hier sieht und auch von mir in der Einschätzung hört, nie vergessen. Wie gesagt, das Spiel sieht sehr, sehr ordentlich aus und die Steuerung geht auch insgesamt mehr als ordentlich von der Hand. Hier seht ihr jetzt ein paar Szenen eines ersten Mittelbosses.
Das ist eine größere Spinne. Die ist im Dungeon Nummer 4 zu finden. Wie gesagt, immer in den Toren, die höher sind, findet man die entsprechenden Zwischenbosse. Und da muss man sich theoretisch eine Taktik einfallen lassen, wie man die auf jeden Fall zur Strecke bringt und besiegt. Das erfordert mal mehr, mal weniger Geschick, auch taktischer Natur. Und insgesamt möchte ich hier an der Stelle zu den Gegnern sagen, wir werden uns gleich noch ein paar andere Gegner in anderen Dungeons in einigen kurzen Szenen anschauen, dass ihr einfach mal auch seht, was es alles an Gegnertypen gibt. So habt ihr zum Beispiel hier Spinnen, Ratten, später auch große Höhlentrolle beispielsweise oder auch Blutegel, die ihr besiegen müsst. Die Gegnertypen sind insgesamt sehr variabel gestaltet, aber man muss natürlich hier an der Stelle schon auch sagen, ein negativer Punkt ist schon auch ein bisschen die KI der Gegner. Ich habe teilweise vor allem bei den Endgegnern das Ganze so für mich erlebt, dass die teilweise sich gar nicht gewehrt haben. Da kann ich natürlich jetzt nicht sagen, ob das ein Ladefehler in dem Fall war oder ob das generell ein Bug im Spiel ist. Auch habe ich es erlebt, dass ich in einigen Leveln irgendwo am Ende eines Levels runtergefallen bin, weil die Begrenzung nicht ganz hingehauen hat. Auch das gab es, aber wenn ich beispielsweise das Level nochmal geladen hatte und dann zu diesem Punkt hingerannt bin, dann war dort das Leveldesign und auch die Begrenzung alles wieder in Ordnung. Ich gehe davon aus, dass das eventuell keine generellen Fehler waren, sondern hier nur ein entsprechender Fehler, der in der Session, die ich dann gerade gespielt habe, zustande gekommen ist. Hier möchte ich euch jetzt nochmal ein anderes Dungeon zeigen, damit ihr auch seht, wie variabel durchaus auch das Leveldesign ist. Hier haben wir das sehr schöne Level mit den Blutegeln. Das hat mir zum Beispiel vom Leveldesign sehr gut gefallen und bietet natürlich auf jeden Fall Abwechslung. Ihr habt auch Levels mit großen Außenbereichen, mit Höllenhunden, die in irgendwelchen Wäldern auf euch warten. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass Grafik komplett okay geht, dass die Steuerung völlig in Ordnung ist. Das haben wir auf jeden Fall positiv auf der Habenseite. Ich habe euch ja gesagt, ich habe das Spiel durchgespielt. Ich habe irgendwo ganz grob geschätzt zwischen 5 und 10 Stunden dafür benötigt. Und ich muss sagen, ich habe mich insgesamt als Retro-Gamer, auch als der ich mich aus alten Tagen durchaus natürlich noch verstehe, der mit Gameboy, C64 und auch Amiga 500 durchaus in Kindestagen aufgewachsen ist. Ich habe mich von dem Spiel auf jeden Fall gut unterhalten gefühlt, das möchte ich an der Stelle schon mal sagen, denn für 11 Euro, finde ich, kann man hier einen richtig schönen Retro-Abend verbringen. Und das Spiel natürlich auch durchspielen. Ihr habt es ja gerade gehört, mit 5 bis 10 Stunden ist das Spiel natürlich mit seinen 20 Leveln nicht allzu lang. Ihr könnt immer wieder in die Portale reingehen. Das ist ein kleiner Tipp zum Münzenfarmen, um bessere Waffen zu kaufen, falls ihr auf irgendeiner Stufe sowohl mit den Gegnern als auch mit dem Endgegner nicht zurechtkommen solltet, weil euer Charakter vielleicht noch zu schwach ist, dann solltet ihr auf jeden Fall einfach ein bisschen in den Levels nochmal reingehen in die Dungeons und ein bisschen farmen, um euch höherwertige Ausrüstung zu kaufen. Das soll nur ein kleiner Gameplay-Tipp am Rande von mir sein. Und wie gesagt, ich habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt für ein Spiel, was 11 Euro kostet. Muss ich sagen, kann man hier im Gesamtpaket meiner Meinung nach nicht meckern. Natürlich hatte ich eben auch ein bisschen gesagt, dass mir die KI natürlich insgesamt, ja, sehr, sehr schwankend gefallen hat. Solche Gegner hier, wenn ihr selbst noch nicht die eigene Stärke habt, ich meine, ich habe natürlich jetzt hier eine sehr, sehr hohe Stärke schon, sowohl was Waffe angeht, als auch eigenes Leben angeht. Mir kann jetzt in dem Spiel eigentlich kein Gegner mehr wirklich etwas tun. Ja,
Also raffinierte Kämpfe dürft ihr zu keinem Zeitpunkt erwarten. Bei dem einen oder anderen Mittel- oder Endgegner schaut ihr natürlich hin, wo er seine Schwächen hat, das ist auch klar, und weicht aus und greift ihn da an, wo er verwundbar ist. Aber im Grunde genommen gibt es KI-technisch keine Gegner, wo ihr groß sagen müsst, okay, da muss ich jetzt raffinierter vorgehen als da. Es ist einfach, ja, je stärker eure Waffen sind, desto mächtiger seid ihr und ihr könnt eigentlich nahezu auf alle Gegner einprügeln. Jetzt möchte ich natürlich auch zu einem Fazit kommen und möchte hier eigentlich zu einem insgesamt positiven Fazit kommen. Wer mit den absolut vorhandenen Schwächen in der KI leben kann, hier seht ihr es auch ganz gut. Ja, das ist alles nicht raffiniert, die Kämpfe. Wer damit leben kann, wer einfach mal wieder Lust hat, ein retro-stylisches Spiel einfach mal ein paar Stunden zu genießen, ich glaube, der darf bei dem Spiel auf jeden Fall einen Blick riskieren. Ich denke, da kann man für 11 € durchaus eine Empfehlung aussprechen. Wie gesagt, ich habe mich hier gut unterhalten gefühlt. Wer natürlich ein raffiniertes Dungeon Game erwartet mit Auflevel Raffinesse und vor allem natürlich Raffinesse bei Gegnern, ich denke, der wird hier insgesamt enttäuscht werden. Ich möchte daher dem Spiel jetzt hier gar keine klassische Wertung von 0 bis 10 geben, weil ich glaube, dass das irgendwo hier nicht ganz fair wäre. Aber ich möchte dem Spiel auf jeden Fall einfach mal die Bewertung solide oder okay geben. So in diesem Bereich würde ich das Spiel absolut einordnen. Wie gesagt, mir hat's gefallen und für 11 € durchaus mal ein, zwei Abende für mehrere Stunden ein Spiel, was euch gut unterhalten kann, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Damit darf ich mich von euch verabschieden. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit, gerne auch auf unserem Kanal, auf dem wir neben Survival, Shooter und Simulationsspielen auch immer mal wieder solche Spiele für euch anspielen, gerne auch mit einem Test versehen und euch das Ganze natürlich dann auch in dem ein oder anderen Video kundtun. Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.